Das Thema wollen wir ein bisschen vertiefen, und zwar mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Schönen guten Tag, Herr Lauterbach. Hallo, guten Tag. Sie haben hier ja schon vor einiger Zeit vor explosionsartig steigenden Fallzahlen in Deutschland gewarnt, eben durch Virusmutationen. Reicht Ihnen das, was jetzt zumindest laut Beschlussvorlage unternommen werden soll? Also ich hätte mir ehrlich gesagt, wenn ich die Beschlussvorlage sehe, mehr gewünscht. Also zum Beispiel Ausgangssperren ab 20 Uhr, die sehr hart sind. Aber die hätte ich für sinnvoll gefunden. Auch eine klare Pflicht zum Homeoffice und also FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und auch also am Arbeitsplatz, dass der Arbeitgeber die zur Verfügung stellen muss. Klar ist, die Beschlüsse gehen in die richtige Richtung. Das ist wichtig, dass die Verschärfungen jetzt kommen. Und auch der Zeitraum ist wichtig, dass man dann wieder evaluiert. Das ist aber alles sehr auf Kante genäht. Wie gesagt, medizinisch gesprochen scheint es mir sicher zu sein, dass wir einen R-Wert von weniger als 0,7 benötigen, um auch die neue Mutation an der Ausbreitung in Deutschland zu bremsen, zu verhindern, zu bremsen, sie von dieser also Ausbreitung abzuhalten. Das gelingt uns mit diesen Beschlüssen möglicherweise. Das ist aber nicht sicher. Von daher muss man das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hoffe, heute kann noch mehr beschlossen werden. Was macht Sie denn überhaupt so sicher, dass diese Mutante nicht schon längst in Deutschland grassiert, also quasi schon in den Zahlen eingepreist ist? Sie ist auf jeden Fall in Deutschland schon angekommen. Aber wenn sie häufiger da wäre, also meinetwegen mehr als 1%, dann sehen wir das. Wir machen natürlich bei den Sequenzierungen entsprechende Stichproben. Und wir wissen daher, dass die Mutante in Deutschland angekommen ist. Wir wissen aber auch, dass sie nicht also flächendeckend da ist und dass es weniger als 1% ist. Somit ist das jetzt die ideale Gelegenheit, eine neue Pandemie zu verhindern. Man muss sich das so vorstellen, als wenn eine neue Pandemie mit Coronaviren anstünde, die also wesentlich ansteckender, aber genauso tödlich sind. Das muss man verhindern. Das sind die nächsten Wochen entscheidend. Aber wäre es da gerade nicht angebracht, jetzt mal einen Strategiewechsel vorzunehmen? Denn offenbar scheint es ja auch mit immer mehr Maßnahmen nicht so recht zu gelingen, die Fallzahlen eben so weit runterzubringen auf Inzidenzen, dass man sagen kann, da kommen die Gesundheitsämter wieder hinterher. Also müsste man nicht jetzt anfangen, wirklich mehr massiver die Menschen zu schützen, die wirklich extrem gefährdet sind, also die Schwachen, die Alten etc.? Naja, von dieser Mutante sind halt tatsächlich alle gefährdet. Also das ist auch für junge Leute, ist das kein Pappenstiel. Viele junge Menschen, die das bekämen, würden chronisch krank werden. Und bei den über 55-Jährigen hätten wir natürlich sehr viele Todesfälle. Wenn also wir jetzt die Strategie hier verfolgen, wir schützen die Pflegeeinrichtungen, aber leisten es uns sonst, also dieses Virus in Deutschland laufen zu lassen. Aber bisher gibt es bei den über 50-Jährigen ja keine signifikant höheren Todesfälle. Und man sagt ja bislang auch nicht, dass die Mutante gefährlicher ist, nur ansteckender. Naja, wenn sie ansteckender ist, dann macht das die Todesfälle. Denn je mehr Menschen ich habe, die angesteckt sind, desto mehr Menschen sterben. Und im Übrigen ist es falsch. Also wir sehen, dass auch in der Altersgruppe der über 55-Jährigen also Todesfälle da sind, insbesondere Menschen mit Risikofaktoren, Versterben, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes. Diabetiker haben ein dreifach erhöhtes Sterberisiko an Covid. Und sie müssten dann die gesamte Altersgruppe von 55 bis also 100 schützen, wenn sie sich auf Risikogruppen begrenzen. Das ist natürlich völlig utopisch. Das hat bisher kein Land versucht. Und es kann auch keinem Land gelingen, weil also eine solche Abschottung, ich sag mal, eines Drittels der Bevölkerung ist natürlich, also ist nicht, wenn man es versucht, praktisch vorzubereiten, man sofort, was man weltweit gesehen hat, ist ja niemandem gelungen. Niemand hat das geschafft, niemandem ist das gelungen. Ist einfach nicht möglich. Nun sagen viele Soziologen, man braucht tatsächlich dennoch eine Perspektive, sonst wird man irgendwann Maßnahmen müde. Welche Inzidenz braucht es denn Ihrer Meinung nach, um tatsächlich wieder über Öffnungen nachzudenken und warum genau diese Zahl? Also ich persönlich plädiere immer für die Inzidenzrate von 25 pro 100.000 pro Woche, weil man mit dieser Inzidenzzahl auch mit neuen Varianten bei Ausbrüchen sehr gut kontrollieren kann. Wir wissen aus England, wo auch die Kontrolle gelungen ist, dass dann, also wenn die Gesundheitsämter schnell in der Lage sind, also
hier die Neuinfektionsketten zu erkennen und also die Menschen zu warnen, bevor sie und zu isolieren, bevor sie andere infiziert haben, dass man so vor die Welle kommen kann. Somit die Perspektive wäre aus meiner Sicht Zielinzidenz von 25 pro 100.000, R-Wert unter 0,7, sehr viel mehr Testen, Zulassung der also Antigen-Tests auch für die Selbsttestung, FFP2-Masken, wo immer Masken getragen werden müssen, wo also Aerosolkonzentration sehr hoch ist und darüber hinaus eben Beschleunigung des Impfens. Was ist, wenn diese Inzidenz nach dieser erneuten Verlängerung des Lockdowns und auch nach einer Verschärfung der Maßnahmen nicht erreicht wird? Wir können diesen Lockdown ja nicht bis in alle Ewigkeit verlängern. Nein, das wird auch nicht der Fall sein. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder gelingt es uns jetzt, also mit diesen Maßnahmen die neue Mutante aus Deutschland dahingehend also fernzuhalten, dass es sehr wenige Fälle gibt und dass das nicht deutlich wächst, dann kommen wir tatsächlich in die Richtung, wo wir vorher unterwegs waren. Da kann der ursprüngliche Plan aufgehen. Oder aber uns gelingt das nicht, dann haben wir sehr schnelle Zunahme der Fallzahlen und dann werden wir tatsächlich noch mal eine ganze Lockdown-Welle vor uns haben, weil so schnell kann niemand impfen, wie sich B.1.1.7 verbreitet, wenn das erst einmal einen großen Anteil an den Infektionen hat. Und das entscheidet sich halt jetzt in den nächsten Wochen, welchen Weg wir gehen werden. Hoffentlich bleibt uns tatsächlich eine Lockdown-Welle, wie Sie es nennen, erspart. Dankeschön, Herr Lauterbach, für dieses Interview. Ich danke Ihnen.